Liverpool gegen Chelsea, Showdown ist da. Es gab gerade das Video zu Chelsea, also via Mason Mount. Easy mitnehmen können, beziehungsweise ob ihr ihn überhaupt mitnehmen solltet. Und jetzt sprechen wir über die Liverpool-Seite, also über Origi, ein richtig cooler Stürmer. Und ob er sich jetzt lohnt, beziehungsweise ob er sich mehr lohnt als Mason Mount, das erfahren wir jetzt. Wir gucken uns das Ganze an, bevor wir reingehen. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, genug gelabert. Und wir schauen uns an, ob der Origi wirklich sein Geld wert ist. Und rechtsklick! Peacemates, was geht ab? Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir haben uns gerade noch gesehen im Video zu Mason Mount. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nach abchecken. Zu Mason Mount habe ich schon ein Video gemacht. Es ist eine Showdown, das heißt, es gibt zwei Karten. Chelsea gegen Liverpool und die zweite Karte ist Origi, Jungs. Eine coole Karte, 4 Sterne, 4 Sterne. Wir haben einen Stürmer. Linktechnisch erstmal, Belgien ist okay, kann man in der Premier League super linken, weil wir mit einem De Bruyne oder einem Tielemans, der noch keine Special-Karten hat, aber De Bruyne zum Beispiel, Liverpool Top-Liga mit der englischen ersten und vor allem haben wir einen Stürmer mit 95 Pace, 88 Dribbling, 89 Schuss, 80 Pass und obwohl er so schnell und wendig ist, ist er trotzdem noch stabil mit einer 87er Physis, Jungs. Das ist schon mal top. Schauen wir uns die Werte erstmal an. Antritt 92, aber eine Sprintgeschwindigkeit, wenn er mal zieht, von 97. Stellungsspiel 91, Abschluss 90, Schusskraft 95. Krass, der trifft auf jeden Fall. Wenn ihr nicht komplett, also wenn ihr nicht komplett blind seid, dann macht ihr Tore mit dem Jungen. Wirklich, der ist gut. Jetzt nochmal Dribbling, Beweglichkeit 87, Balance 85. Ist okay, also ist sogar fast gut. Also ist so gut, okay. Ist nicht irgendwie was in den 90, was man sagt, krass, aber ist gut auf jeden Fall. Reaktion 88, Ballkontrolle 90, Ruhe 90 und Dribbling 88. Ausdauer 85, auch komplett gut. Sprungkraft 90, also er kann Kopfbälle. Stärke 90, ich glaube, der ist auch relativ groß, der junge Wahrer, glaube ich. Ne? 1,89 ist schon groß für einen Stürmer. Und von den Spezialeigenschaften Flair, Teamspieler und Dribbeltechnik. Und auch hier ist interessant, was müssen wir abgeben. Weil wenn er das Ganze gewinnt, also wenn er gegen Chelsea gewinnt, mit Liverpool gewinnt, bekommt er auch eine 89. Und ich habe es auch schon beim Mason Mount gesagt, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf die Karte, rechnet damit, dass ihr einfach kein Upgrade bekommt. Also wenn ihr jetzt sagt, die 87er Karte will ich nicht, aber 89 wäre geil, dann macht es nicht. Wenn ihr euch sagt, ey, die 87er Karte sieht schon cool aus, reicht mir, dann nehmt die mit, weil dann könnt ihr nicht mehr enttäuscht werden. Weil wenn ihr darauf gambelt, dass es gewinnt, Liverpool gegen Chelsea, dann werdet ihr nur enttäuscht so. Und ich rechne immer damit, die verlieren eh, ich nehme die Karte so, wie sie ist, weil dann kann es nur noch besser werden so. Also bis hierhin auf jeden Fall eine Karte zum Mitnehmen. Was müssen wir abgeben? Zuerst auch hier ein 83er Team mit einem Inform und dann nochmal ein 85er Team. Also das gleiche wie bei Mason Mount. Ein 85er und 83er Team mit einer Inform. Bei Mason Mount habe ich das auf jeden Fall machen. Bei ihm sage ich das gleiche. Wer lohnt sich jetzt meiner Meinung nach mehr? Ich würde sagen, kann man pauschal erstmal nicht sagen, weil wenn ihr sagt, ey, ich habe zwei, bei mir wird sich Mason Mount belohnen. Ich habe einen Ronaldo im Sturm. Ich habe einen Kies am Sturm. Einen Kimpembe, einen Benzema. Flashback habe ich von Sturm. Ich habe jetzt den Sanchez gezogen. Road to the Final. Also ich habe genug Stürmer. Ich brauche keinen neuen Stürmer. ZOM würde gehen. Wenn ihr aber sagt, ey, ich habe Haufen Mittelfeldler, aber keine Stürmer. Ihr müsst gucken, wie es so lohnt. So vom Ding her würde ich fast schon sagen, Mason Mount finde ich ein bisschen besser. Aber ihr müsst gucken, wen ihr braucht für euer Team. Ja, vor allem, wo ihr es braucht. Liga sowieso die gleiche, ja. Ich finde, beide sind komplett okay. Ich würde beiden auch gleich eine 8 von 10 geben. Auf jeden Fall auch beide zu empfehlen, mitzunehmen. Und das war es auch zu dem Origi. Wir haben beide schon uns heute durchgekaut. Welche ihr mitnehmt und ob ihr eine mitnehmt, das müsst ihr natürlich jetzt für euch wissen. Ich werde von denen keine mitnehmen. Einfach aus dem Grund, weil ich mein Team bis hierhin eigentlich schon stabil habe. Und mit 4K kann ich mir das Kratzfeser nicht leisten, Jungs. Wie gesagt, das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ist, lasst einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dahin, haut rein. Aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell Dippe-Dippe-Dapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey.
Tschüss. Sayonara, Yasu, ciao. Bye, bye und adieu.